Hey Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet zum nächsten Crashkurs für die Jeff. Wir schauen uns die ersten gelenkten Luftbodenwaffen an, die erste Präzisionsmunition, und zwar die LS-6 und die GB-6. Die sehen wir gerade hier schon unter dem Flügel. Die LS-6 ist die kleinere Bombe an der äußeren Station. Die GB-6 ist das fette, kantige Ding an der inneren Station. Wir schauen uns sozusagen beide gleichzeitig an, weil sich beide in ihrer Avionik, in ihren Profileinstellungen extrem ähnlich sind. Und damit auch rüber ins Cockpit. Wir nutzen heute die LS-6 mit dem TOO-Modus. TOO heißt Target of Opportunity und dahinter steckt einfach, dass dieses Ding auf meinen SPI navigiert. Also das visiert einfach nur meinen SPI an. Wir schauen uns im nächsten Teil die GB-6 mit dem Pre-Planned Mode an. Aber diese beiden Modi können von beiden Bomben benutzt werden. Wie ich gerade sagte, die sind in ihrer Avionik nahezu gleich, bis auf eine einzige unterschiedliche Einstellung. Also ihr könnt auch die LS-6, die wir heute nehmen, die kleinere Bombe, mit dem Pre-Planned Mode aus dem nächsten Teil nehmen. Und ihr könnt die GB-6, die Bombe aus dem nächsten Teil, die fette Bombe, auch mit dem TOO-Modus nehmen, den wir uns heute anschauen werden. Ich mache schon mal den Targeting-Pod an, damit wir uns einen ordentlichen SPI raussuchen können. Das mit dem... wo ist denn da? Oh Gott, da unten kommt man ja fast gar nicht an den OSB dran. Das mit dem Targeting-Pod kennt ihr ja alles schon aus dem letzten Teil. Dazu muss ich also gar nicht mal mehr viel sagen. Okay, der Pod ist an, dann kümmern wir uns erstmal um die Bombe. Denn beide Bomben brauchen eine gewisse Alignment-Time. Und ich bin übrigens gerade in der aktiven Pause, damit ich mich nicht ums Flugzeug kümmern muss. Beide Bomben müssen sich erstmal ausrichten. Die sind GPS-gelenkt. Deshalb kriegen die auch nur eine Koordinate mit in dem Moment, wo ihr sie abwerft. Und dieses GPS, das muss sich alles irgendwie ein bisschen ausrichten und die ganzen Gyros da drin und so weiter. Ich gehe in den Luft-Boden-Modus mit dem Master-Mode-Switch. Und daraufhin wird die... Und ich mache das Radar erstmal aus. Daraufhin wird die GB-6 direkt aktiv. Die möchte ich heute aber nicht. Ich möchte die LS-6, also wechsle ich einfach in diesem Programm einfach mal die Waffe. Die geht von Standby auf Armed. Und jetzt habe ich hier oben bei dem OSB eine Control-Page. Da gehe ich einmal drauf und dann sehe ich auch die Zeit, die sie noch fürs Alignment braucht. Aber keine Sorge, die Zeit kriege ich locker verquatscht. Und über der Alignment Time sieht man auch die Alignment Qualification. Das ist eine Zahl, die von 10 runtergeht bis 0. Und bei 0 ist es super genau quasi. Alles über 0 kann man die Waffe zwar schon benutzen, aber dementsprechend ungenau ist sie. Also wenn ihr wirklich, was man normalerweise so mit JDAMs machen möchte, beziehungsweise mit Präzisionsmunition, da möchte man ja einen Punkt sehr, sehr, sehr genau treffen. Wenn ihr das Alignment nicht auf 0 runterlaufen lässt und wenn ihr diese ganze Zeit nicht abwartet, diese 2-3 Minuten, dann wird sie halt ungenau und damit führt ihr das Prinzip der Präzisionsmunition irgendwie ein bisschen ad absurdum, aber wie auch immer. Wir haben hier auf der Control Page verschiedene Einstellungen. Ich mache hier mal Track IR auf Pause. Wir haben einerseits den Target Mode, TO für Target of Opportunity, das nutzen wir heute. Und PP für Pre-Planned, das nutzen wir im nächsten Teil. Da fliegt die Bombe über diverse vorgeplante Punkte zu einem vorgeplanten Ziel. An diesen Bomben, das habt ihr gerade vielleicht schon gesehen, da war oben so eine Vorrichtung dran und da kommen so kleine Flügelchen raus. Das ist eine Gleitbombe. Also die LS-6 ist eine Gleitbombe mit GPS drin und die geht genau auf eine Koordinate. Wir nutzen heute den Target of Opportunity Mode. Option verstehe ich noch nicht zu hundertprozentig. Hier gibt es Single und ich kann noch auswählen zwischen ich habe keine Ahnung, was diese Abkürzung heißen soll und ich habe wieder keine Ahnung, was diese Abkürzung heißen soll. Dazu habe ich absolut nichts gefunden zu TAND und SBYS. Da bin ich bei meiner Recherche komplett vor die Wand gelaufen. Ich vermute jedoch aufgrund der Space-Einstellung rechts daneben, die daraufhin irgendwie aktiv wird in einem dieser beiden Modi, dass das was mit Sequenzabwürfen zu tun hat, also mehr als eine Bombe. Ich möchte heute aber einfach nur eine einzige abwerfen. Deshalb bleibe ich hier auf Single. OAP steht für Offset Aim Point. Das könnte ich über das UFC setzen und dementsprechend hier anschalten. Lasse ich heute auch noch weg, bin ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob das schon implementiert ist. Genauso wie diese Option SBYS und TAND. Ich habe nämlich bisher keinen Unterschied rausgefunden, egal was ich hier für ein Space setze.
Von daher bleibt das auf Single und das bleibt erstmal aus. Impact Azimuth ist der Einschlag-Azimut. Also der Winkel, in dem ich möchte, dass die Bombe das Ziel trifft, und zwar der Winkel der Kompassrose quasi, der Kurs. Wenn ich hier zum Beispiel einen Impact Azimuth von 300 setze, dann möchte ich, dass die Bombe mit einem Kurs von 300 Grad auf dieses Ziel zufliegt, mit einem Heading von 300 Grad. Kann ganz nützlich sein, werden wir gleich auch nehmen. Um das hier wieder wegzukriegen, tippe ich irgendwie eine Zahl ein, die es auf dem Kompass nicht gibt, also irgendwas größer 360, und dann ist das wieder aus. Impact Angle, also der negative Winkel, mit dem ich möchte, dass die Bombe das Ziel trifft. Hier kann ich beliebige Zahlen eintragen, hatte in meinen Tests aber keinen Effekt. Ich habe es mit 5 Grad versucht, ich habe es mit 10 Grad versucht, ich habe es mit 80 Grad versucht. Die Bombe ist immer mit einem Winkel von 5 Grad reingeflogen, von daher lasse ich das jetzt einfach auf dem Standard von 45 Grad. Aber dann wisst ihr für später zumindest schon mal, was das tut. So, da habe ich das ja super runtergequatscht gekriegt. Unsere Bombe ist aligned. Die Programmeinstellungen sind prinzipiell nichts Unbekanntes. Das ist nämlich im Prinzip das gleiche wie bei den ungelenkten Waffen. Ich könnte hier auch eine Quantity von 2 einstellen, dann gehen halt beide mit raus in einem Intervall von 0,3, vermutlich 0,3 Sekunden. Hier kann ich auch nichts weiter einstellen. Ich möchte heute nur eine rauswerfen. Break Altitude ist für diese Bombe relativ egal, weil in die Verlegenheit werden wir gar nicht kommen. Das ist halt eine Waffe, die man von weiter weg einsetzen möchte. Und beim Fuse kann ich noch auswählen zwischen Direct und Delay, also mit einer Verzögerung. Ich lasse es heute auf Direct. Cool, damit haben wir die ganze Bombe eingestellt. Das Alignment ist durch. Target Mode nochmal kontrollieren, TOO. Und ich lasse diese Seite offen, denn das hier sind die Koordinaten, auf die Bombe zielt. Und das möchte ich jetzt gleich sehen. Ich mache meinen Tracker A wieder an und suche mal eben eine schöne Ansicht auf das untere Display. So, damit wir uns ein Ziel raussuchen können. Das möchte ich nämlich gerne mit dem Targeting Port suchen, den ich schon vorbereitet habe. Hier sieht man ja viel. Da passe ich doch mal das Level ein bisschen an. Da sieht man schon ein kleines bisschen mehr. Und genau voraus müsste Maikop liegen, der Flughafen. Ich dachte mir, wir zerstören mal einfach ein paar Ziele auf dem Flughafen. Da hinten liegt er doch. Boah, das kann man ja fast gar nicht sehen. Ist Infrarot besser? Ja, Infrarot ist deutlich besser. Ich zoome mal ein bisschen ran. Ja, das sieht doch super aus. Hier kann man doch Dinge erkennen, zum Beispiel hier den Tower oder hier diese kleine Vorrichtung oder hier die fette Radarschüssel oder was hatten wir hier oben noch, da war doch noch was Schwarzes, da so eine kleine Radarschüssel. Die kleine Radarschüssel gibt doch ein super Ziel ab. Da gehe ich mal direkt in den Area Track Mode, wollte ich sagen, aber es funktioniert sogar noch im Point Track. Klasse. Damit haben wir auch unser Ziel und ganz wichtig ist, dass ihr die Koordinaten, also wenn ihr das mit dem WMD-7 macht, dass ihr diese Koordinaten einmal abgleicht mit den Koordinaten. Denn die Koordinaten auf der Control-Seite der Bombe, das sind die Koordinaten, auf die die Bombe zufliegt. Und die sollten doch bitte übereinstimmen, weil ich möchte ja, dass die Bombe das trifft, was gerade in meinem TGP ist. Ihr könnt hier aber jeglichen Spee nehmen. Ihr könnt das Ding auch auf den Wegpunkt schicken. Ihr könnt das Ding auch auf einen Punkt schicken, den ihr mit eurem Luftbodenradar ausgewählt habt. Und ja, was auch immer euch beliebt. Was auch immer das für ein Knallen gerade bei mir im Hintergrund war. Gut, damit haben wir schon 2/3 aller Einstellungen erledigt. Das letzte, was noch bleibt, ist die Reichweite. Dazu mache ich meinen Track IR wieder an. Und wir gucken mal aufs HSD. Da sehen wir nämlich eine weiße gestrichelte Linie. Und wenn ich hier mal rauszoome, sehen wir sogar unseren Spee mit einem weißen Vollkreis drumherum. Und wenn man genau hinguckt, da zoome ich auch noch mal ein bisschen hier ran. Ah, das ist doch viel besser zu erkennen. Hier ist noch eine horizontale Linie. Und das verrät mir effektiv die minimale und maximale Reichweite. Die horizontale Linie ist die maximale Reichweite, zu der ich die LS6 abwerfen kann. Der Kreis gibt mir die minimale Reichweite an. Also innerhalb dieses Kreises kann ich nicht mehr feuern. Dazwischen aber nach Belieben. Und das werden wir gleich noch sehen. Natürlich gilt hier, je höher ihr seid und je schneller ihr seid, desto größer ist auch die Reichweite der Bombe. Wir sind hier nur auf ungefähr 10.000 Fuß, gerade mal mit Mach 0,6. Natürlich sind wir da noch lange nicht in Reichweite. Ich werde allerdings gleich die
aktive Pause rausnehmen und wir werden ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen und dann werden wir auch sehen, wie sich die maximale Reichweite vergrößert. Und dann noch kurz zum Impact Azimuth, was ich vorhin gesagt habe, den Einschlagwinkel, den ich gerne haben möchte, den kann ich hier einfach setzen. Zum Beispiel kann ich sagen, dass die Bombe doch bitte, was möchte ich denn mal, die soll in Richtung 180 fliegen, also das ist auf dem HSD gedacht, hier runter, während sie auf das Ziel zufliegt und das bitte in Richtung 180 treffen. 180. Und das bedingt, dass ich hier auf einmal so einen Kreisausschnitt bekomme. Und innerhalb dieses Kreisausschnitts müsste ich jetzt die Bombe abwerfen. Das jetzt hier im HSD gerade obere Ende, was gestrichelt ist, ist die maximale Reichweite und hier unten wieder die minimale Reichweite. Also ich muss mich irgendwie in diesem Abschnitt befinden. Jetzt müsste ich hier natürlich total ums Ziel rumkurven, das ist irgendwie echt uncool. Ich könnte aber zum Beispiel mal, ich versuche mal 315. Na, da liege ich quasi drin, also wenn ich jetzt weiterfliege und Geschwindigkeit generiere, da liege ich gerade noch drin und die Bombe wird dann erstmal ein Stückchen geradeaus fliegen, nach rechts drehen, nach links drehen und das Ziel genau auf diesem Kurs treffen. Gut, soweit alles klar. Ich lasse das mit dem Impact Azimut mal. Ich nehme jetzt die aktive Pause raus und gebe mal einfach Gas und beobachtet mal diesen Ausschnitt dabei. Da sieht man schon ziemlich gut, wie der wächst, nur weil ich jetzt Geschwindigkeit generiere. Und das noch kombiniert mit einer höheren Höhe, irgendwie so, keine Ahnung, Flight Level 300 oder sowas, dann hat das Ding eine echt krasse Reichweite. Und wir sind jetzt in Range, das hat man gesehen, weil es jetzt nicht mehr gestrichelt ist, sondern jetzt ist es solid, jetzt ist es durchgezogen. Das heißt, jetzt bin ich wirklich in Reichweite. Ich meine, nehme die aktive Pause nochmal raus. Ich fliege nochmal ein Stückchen rein, nur zur Sicherheit. Und aktive Pause wieder rein, damit ich mich jetzt nicht mehr ums Fliegen kümmern muss. Ich möchte mir nämlich mit euch angucken, wie die Bombe fliegt. Noch ein letztes Mal Koordinaten abgleichen. Das im TGP-Display stimmt mit der Koordinate hier überein. Wir werfen die vom linken Flügel ab. Die wird jetzt natürlich voll nach vorne schießen, weil ich in der aktiven Pause bin, aber das ist nicht schlimm. Bombe away. Und da fliegt sie. Gehen wir nochmal in die Waffenansicht. Und wir sehen auch, wie die wunderschön rumnavigiert. Und die versucht jetzt halt genau auf diesen von mir eingestellten Impact-Azimut von 315 Grad zu kommen. Und im Normalfall schafft sie das auch. In dem einen oder anderen Test, den ich gemacht habe, wenn ich zu nah an dem Rand von diesem Kreisausschnitt war, dann hat die Bombe sich irgendwie selbst ins Verderben manövriert und hat nicht mehr geschafft, da irgendwie auf den Kurs zu kommen. Also gebt der ruhig ein bisschen Spielraum. Und ja, die gleitet jetzt schön auf den Flugplatz da hinten zu. Ich beschleunige das Ganze jetzt mal im Spiel. Und jetzt sollte sie gleich nach links eindrehen. Da dreht sie jetzt nach links ein, genau auf den Kurs von 315 Grad. Ich kann mir auch mal hier unten die Kurszahlen anzeigen lassen. Dann sehen wir es am unteren Bildschirmrand. Ja, 316, 315, 314. Ich weiß nicht, wie ich den Wind in der Mission gesetzt habe. Eventuell muss die den sogar noch ein bisschen ausgleichen. Jetzt fliegt sie noch so ein kleines Pop-Up-Manöver und sollte genau auf diese kleine Schüssel da neben der Piste zielen. Ja, so einen minimalen Korrekturwinkel hat sie aber. Ganz schön, wie man das gerade sieht, dass sie auch wirklich den Wind korrigiert. Und das sieht doch ziemlich nach einem Volltreffer aus. Würde ich sagen, Ziel getroffen, Mission erfüllt. Und im WMD-7 sehen wir auch noch, wie das Ganze hochgeht. Oh, ich finde die Auflösung so schön von dem Ding, ne? So schön rudimentär. Und das war eigentlich schon alles zum Target of Opportunity Mode. Bei der GB6 verhält sich das Ganze wirklich exakt genauso. Die könnt ihr auch einfach im TOO-Mode auf euren SPI abwerfen. Da gibt es nur einen Unterschied. Die hat keine Impact-Angle-Einstellung, stattdessen hat die eine Burst-Altitude. Aber darum kümmern wir uns im
im nächsten Teil, wenn wir uns den Pre-Planned Mode anschauen. Und denkt dran, beim nächsten Teil den Pre-Planned Mode, wir werden den mit der GB6 machen. Den könnt ihr auch mit der LS6 machen. Ich merke mir das übrigens, LS wie Small, das ist die kleine Bombe, und GB wie Big, das ist die große Bombe. Sind alles chinesische Herstellungen, soweit ich weiß, aber bisher ziemlich effektiv. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, die LS6 auszuprobieren, beziehungsweise den Target of Opportunity Mode, und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann!